Und damit herzlich willkommen bei einem kleinen Mini-Let's Play. Ich nenne es mal, wie es hier oben auch steht, Mr. Fast Finger. Hallo. Ich muss kurz vorweg ein bisschen erzählen, und zwar für Leute, die keine Gitarrenmusik mögen, ist das hier, also das Video, überhaupt nichts. Und ja. Wie man schon an meiner Maus hier sehen kann, es handelt sich hier wieder um ein Browser-Game. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr das mal selber spielen wollt. Es macht tierisch Spaß und gibt einiges zu entdecken. Ja, ich selber habe, glaube ich, zu Hause ja 6 Gitarren, genau. Ja, 6 stimmt, genau. Spiele leidenschaftlich gern Gitarre. Der Jonas 1000, der Julian auch, der hat, glaube ich, auch 4 oder so zu Hause. Wir machen das schon unser fast ganzes Leben. Ich habe, glaube ich, mit 9 oder 10 angefangen, meine ich, war das. Und bin jetzt 23, also schon ein paar Jährchen. Na gut, ich möchte jetzt hier auch nicht lange labern. Was gibt's hier noch zu sagen? Der Autor von diesem Spiel heißt Mika. Moment, ich muss mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Da ist er, der hat nämlich einen komischen Namen. Der kommt aus Finnland und heißt Mika Tiske mit Ä am Ende. Tiske. Ist ein sehr, sehr cooler Gitarrist, hat schon mehrere Alben. Der spielt auch diesen Gitarrist, beziehungsweise diesen Indianer-Charakter hier. Das ist auch quasi sein, ja, nee, nicht sein Idol, sein Image, sagen wir es so. Das ist sein Image, damit verkauft er sich selber. Ist, finde ich, super, geile Idee. Und ja, dieses Spiel hat er halt kreiert, und lass uns mal anfangen. Also ist auch ein super Spiel, muss ich noch dazu sagen, ist auch ein super Spiel für Gitarristen, weil hier kann man auch einiges lernen. Hier sind Guitar Tabs bei, das heißt, ja nicht Noten, aber so Gitarrengriffbrett-Skalen, wo dann ich sag mal auf Deutsch gesagt ganz einfach, die Finger eingetragen sind, wo man denn da drücken muss und so weiter, auf welchem Bund und so weiter. Ja, hier gibt's noch einiges zu erkunden, das könnt ihr auch alles machen. Wir spielen hier diesen Lesson in 7 Modes und lasst uns auch sofort beginnen. Viel Spaß beim Intro. What is this? Shredix. Gee, this is the same Super Effects control system the dwarves were talking about. Happen? Could this be bit shift effect? Is there something wrong with this preset? Must study the manual. Ja, sehr geil. Der gute Mann hat ein Effektgerät zur Insel geschickt bekommen. The Magic of Modes. Ich feiere dieses Spiel total. Super cool. Ich spiele es so jedes Jahr. Fällt es mir dann irgendwann wieder ein. Und ja, ich spiele es jedes Jahr einmal. Super geil. Jetzt nehme ich das Ganze mal auf. Rest werde ich jetzt noch erklären. Und zwar, hier gibt es diesen Zirkel, nenne ich ihn mal, mit den verschiedenen Tonarten. 7 Stück an der Zahl. Die werden wir alle durchspielen. Ich werde das auch versuchen, alles in einer Aufnahme zu machen. Ich hoffe, ich werde nicht zu oft failen. Hier ist die Tastatureinstellung, wie man das Ganze spielt. Echt simpel. Hier sind die Gefahren, die in einem Level sind. Ist dementsprechend ein Vogel und ein Drache. Hier sind diese Landepunkte, wo man sich das Ganze, ich werde das dir sofort mal zeigen, bevor ich jetzt hier weiter laber. Go. G-Power, sage ich gleich auch was Master zu. The modes. Master the Modes. So, los geht's. Yeah. So, hier ist dieser Landepunkt auf der Insel. Und zwar, jetzt kann man das besser erklären. Okay. Hier, das sind diese Licks. Ich drücke jetzt mal A. Da seht ihr unten, wo das langläuft, der rote Balken. Wie man das spielt,
wie man da drückt und ja, wie das Ganze funktioniert. Auch für, wie gesagt, für echte Gitarristen. Total geil. Kann man halt auch noch die Musik ausmachen, Metronom ausmachen, hast du nur die Gitarre. Und so weiter. Ja, ist jetzt nur für Gitarristen selber, die jetzt da irgendwie gucken wollen, wie man das spielt. Aber es hat nichts vom Gameplay jetzt zu tun. Also, fliegen wir mal weiter. Ja, also wenn ich jetzt nichts drücke, dann geht die G-Power leer. Also die geht sowieso die ganze Zeit leer. Darum muss ich jetzt immer, also wenn ich jetzt spiele, A drücke zum Beispiel, dann fliegt der auch erst weiter. Also ich muss permanent spielen. Genau. Und dabei halt die Hindernisse ausweichen. Das ist das Spielprinzip und super geil. Ich mag diese Welt. Oder diese Idee. Wow, ein Wal. Geil. Bin ich. Oh, die Maus im Bild. Sorry. Und versuche mal im Takt anzufangen. Oh, die Vögel. Oh, der Drache. Schon vorbei. Total geil. Und das war auch schon das erste Level. Yeah! Alright. Und jetzt? The tree. The tree. Ah, was ist denn da drin? This must be it. Eine neue Tonart. Die Mixolydian-Tonart. Okay. Hier wieder für Gitarristen. Play the game. Wo müssen wir jetzt drauf aufpassen? Watch out for Dampf oder Wolke, schwarze Wolken, Pfeil und eine Schlange. Okay, Mixolydian-Tonart, let's go. Remember, no mistakes. Maus wieder weg, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Und in Afrika, ich versuche passend zum Takt anzufangen. Und ich werde auch nicht so viel reden, damit man das alles schön hören kann. Und kann man wieder landen. Aber mache ich jetzt nicht. Total geile. Yeah. Da ist die Wolke. Sehr, sehr geiles Level. Nein! Nein! In mein Effektgerät. Beware! Das ist so lustig, ey. Okay, Runde 2, das meine ich mit Fail. Und wieder zum Takt anfangen und eine Höhle rein. Oh, da liegt ein Kumpel von uns mit Gitarre. Absolut cool gespielt, ey. Das muss man erstmal nachmachen. Oh, Schlangen. Stopp, stopp. Schnell rüber. Schnell rüber. Geschafft. Hey, Nashorn, hey. Über deinen Rücken fliegen. Ah, ich mag das Level. Schön Design. Ach, schon geschafft. Level 2 haben wir. Sehr schön. Nanu. Hey, you're friendly? How do you do? How do you do? Ah, er gibt uns eine neue Rolle. Thank you. Ja, bit you. So, was steht denn da drauf? Step 3, Lydien. Oh, Lydien. Soweit ich das
oder soweit ich mich erinnere, ist Lydian die geilste Tonart. Also ist, glaube ich, mein Lieblingslevel. Ja, das war das. Cool, ich freue mich. Ja, das ist mein Lieblingslevel in dem Spiel. Tonart 3. Gibt's auch keine Gefahren, also lehnt euch zurück und entspannt. Ich werde so wenig wie möglich sagen, weil ich finde das einfach nur super geil, was der hier spielt. Concentrate. Viel Spaß. Calm down. Ja, sehr, sehr cool. Ich mag das. Ah, eine neue Rolle. Step 4, Phrygien. Phrygien, genau, so wird es ausgesprochen, meine ich. Und dies war die Pentatonic. Und let's go. Genau, jetzt wird ein bisschen härter für die, ja, ich will nicht sagen richtig Metal, aber ja, es wird ein bisschen härter. Auch sehr, sehr geil. Mag ich auch. Yeah. Diamanten können wir hier einsammeln, sehe ich gerade. Unten rechts. Das ist schon der erste. Oh, stopp, stopp, stopp. Da war eine Spinne. Schnell, schnell, schnell. Geschafft. Ich glaube, die hätte einen runtergeschmissen. Ah, noch ein Diamant. Wow. Ich drücke einfach immer wirklich verschiedene Tasten, halte die dann gedrückt und so funktioniert das Ganze. Ey, was war das denn? Piranha. Holy shit, ich habe Glück, ey. Was ist das denn? Oh, der kommt. Der ist nicht friendly. Okay. Das ist total geil. Besser oben lang. Gibt's anscheinend mehrere Wege. Oh, da liegt ein anderer Gitarrist von uns. Schon wieder. Ein Vogel. Ah, hier sind wir schon am Ende. Ein Zwerg, der Diamanten abbaut. Hi. Du brauchst eine Diamantenspitzhacke.
Da freut er sich. Immer diese Zwerge. Aber er gibt uns eine Schriftrolle dafür. Und er öffnet die dicke Betontür. Stahltür. Step 5. Dorian. Dorian-Tonart. Make it groovy. Okay. Pentatonic. Von D nach D. D, E, F, G, A, B, C, D. Play the game. Und let's go. Wir müssen aufpassen. Watch out for Ninja und Gorilla, wollte ich gerade sagen. Godzilla. Yeah. Go! Let's know. Was ist er denn da unten? Okay. Ach, ein Wettrennen ist das. Na. Jetzt kann man wieder landen unten und sich die ganzen Töne angucken. Und Schneemonster. Nee, 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 mein Freund. Mich gibt's nicht. Auch sehr interessante Tonart. Und das meinte ich mit crazy. Der Gitarrist hier spielt sehr, sehr crazy. Aber einfach cool. Ninja. Oh, fängt an zu schneien. Oh, das hört sich cool an. Yeah. Boah, ich bin erschrocken. Oh, der springt. Ey! Ey, was war das? Waroka Ninja! Oh Mann. Okay. Sorry, aber hat gefailt. Das hätte man nicht sehen können da, ey. Unglaublich, dann kommt der da aus dem Baum. Das ist echt cool, das ist die Teste J. Ey, du kriegst uns nicht. Ey, was? Du kleiner. Jetzt. Ich will Erster werden. Wie kommt er denn drüber? Ach, hier sind so ein. Okay. Da müssen wieder die Ninja eigentlich kommen. Ja, ich spiele euch weg, ihr habt keine Chance. Zu Ninja. Da ist er. Da war er im Baum. Unglaublich. Oh, da ist er. Godzilla, schnell vorbei. Ha. Oh, es scheint denn da so. Ach, das Ziel. Schnell durch, schnell durch. Yeah. Und haben wir das Level auch schon wieder. Ich bin Erster, mein Freund. Wie sieht er denn aus? Verkloppt. Step 6. Lonien. Lonien. Okay. Neue Tonart. Lonien. Play the game. Wir müssen aufpassen. Watch out. Was ist das denn für ein Vieh? Okay. Und go. Yeah, feel the beat. Feel the beat. Was ist das denn? Und wieder passt zum Taktanfang. Was ist das denn? Boah, voll die gute Laune Musik. Geil. Fällt mir auch. Tanzen ja alle. Cool. Boah. Ey. Schnell und durch. Boah, 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 boah. Verfolgt uns, ey. Geil. Gefällt mir sehr gut, ey. Bienen. Boah. Da kommt die wieder. Schaut mal, wie das aussieht. Die Hügel. Sieht aus, wie ich aus einem Arsch rausgucke. Aber original. Aber egal. Ich spiele aus einem Arschloch Gitarre. Yeah.
total cool, ey. Boah. Bienen-Invasion. Oh, gefällt mir auch sehr gut. Ist da unten. Ach. Danke sehr. Junge, hübsche, blonde Frau. What? Hell? Höhle. Okay, wahrscheinlich die Hölle. Step 7 ist, glaube ich, auch das letzte Level, ja. Step 7 sieht man auch hier dran. Hier kann man auch die Modis die ganze Zeit switchen. Hier genau. Step 7. Locrian. Okay. Play the game. Okay, das sieht nach Metal aus. The last and the hardest step on this path. Oh, the last and the hardest step on the path. Oh, Leute, Leute. Okay. Da wisst ihr Bescheid, ey. Und was ist das denn für coole Typen da? Da lande ich mal. Hello! First finger. And you must be the heavy twins. Yeah! Das ist so geil, ne? Okay, Jungs, dann möchte ich euch mal fertig machen, ja? Okay, und? Ja, das könnte er nicht, ne? Und? Boah, das ist bekloppt, ey. Na gut. Wisst ihr jetzt, wer der Chef ist, ne? Ich flieg mal weiter. Einen schönen Tag noch in der Hölle. Oh, fliegende Steine sofort von oben. Oh Gott. Oh, krass, ey. Krass. Glück gehabt. Also, das Feuer vorbei, erstmal Stopp. Und. Wow. Zum Aufspießen. Oh, ich hab hier jetzt den Teufel. Ja, toll. Boah, nee, ne? Ich wollte. Nicht wahr und ich häng da. Habt ihr gesehen? Ach, der wird immer noch. Kommt er nochmal? Ich warte mal kurz. Ich schwing da ganze Zeit am Haken, ey. Ist doch pervers, ey. Oh, das meine ich. Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Na gut. Scheiße. Aus Fehlern lernt man hoffentlich. Und? Ist halt das härteste Level. Okay. Und C? Das war knapp. Bei Totenköpfe. Oh, das ist die Kreissäge, die habe ich wieder vergessen. Das Level ist für alle Metal-Freunde. Schnell vorbei, schnell vorbei, schnell vorbei. Jawohl. Wow. Soll ich denn da vorbeikommen? Fliegt man schnell oben lang. Geschafft. Oh, ist das denn hier? Fetzt. Da seid ihr ja wieder. Okay. Hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Wo bin ich? Interesting. Immer höher. Hm?
Congratulations, Mr. Fast Finger. I am Master Mentor. You mastered the seven modes of the major scales, and the use of all the effects was wise. Stay humble and always play from the lotus of your heart and practice hard. Master has told me the moods. He's good, like a father. Remember, sharing the knowledge and wisdoms of guitar playing with others is very important. Peace to all! Ja, peace! Das waren auch schon die sieben Modes. Das war's. Ja, also, wie gesagt, ich feiere dieses Spiel extrem. Ich finde das total cool für alle Gitarrenfans. Ja, ich will nicht sagen ein Muss, aber ist schon cool. Ja, ich denke mal, es kennen auch nicht viele, beziehungsweise diesen Gitarrist, den Mika Tiske, den kennen wahrscheinlich auch wenig. Aber ihr könnt euch ja mal da informieren, wenn ihr Bock habt. Ich finde ihn auf jeden Fall super cool. Und ja, dann bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal. Adieu!